Grüezi, ich habe hier heute ein Rundoverdampfer, die Nummer 016. Dieser hat ein Gehäuse, hat hier vorne zwei Aufhängungen, integriert der Thermostat für die Temperaturregelung, hinten auch zwei Aufhängungen und unten eine Schiene, dass zum Beispiel so eine Tropfschale hier eingeschoben werden kann. Das heißt, dieses Element im Kühlschrank, Tropfschale raus, leeren, wir haben das Kondenswasser so dann aufgefangen. Auch hier eigentlich mit 1,5 Meter Leitung. Der Verdampfer hat ein Frontmaß von 320 mm, eine Höhe ohne Tropfschale von 140 mm Höhe und eine Tiefe über alles von 240 mm. Der Thermostat hat hier noch das Kabel dran, direkt auf die Steuerung vom Beispiel vom Seckop-Kompressor. Da schließen Sie diese zwei Kabel auf die Klemme C und T und wir haben die Steuerung integriert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.